Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier vor der vom Hexenhaus, ja, und wie immer, wenn wir vor Hexenhäusern stehen, müssen wir direkt erstmal die ganzen Kräuter alle einsammeln. Wer weiß, was die Hexen damit für Unsinn machen, ne? Und wir können die eh besser gebrauchen als die Hexe. So. Aber dann gehen wir die Hexe doch mal besuchen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Du sagst es gerade, ist jemand zu Hause. Wir untersuchen das. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Okay. Hallo? Hexe. Aufnehmen. Rezept für schwarzen Kajal. Ja, wenn wir was brauchen, dann schwarzen Kajal, ne? Guck mal. Was hat denn jetzt auch hier irgendwie drin? Eigelb mit Lavendelöl? Aha. Okay. Also, liebe Frauen da draußen, Eigelb und Lavendelöl für schwarzen Kajal. Ne? Wisst ihr Bescheid. Obwohl es soll ja inzwischen auch Männer geben, die das benutzen. Wo ist sie denn hin? Spinnweben überm Badezuber und hier in der Ecke. Also, sauber machen kann die nicht. Gut, die Frau, aber sie hat ein leckeres Bustier hier aufgehängt. Und da ist eine Geheimtür im Keller. Okay, okay. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Was haben wir hier? Brief an Alexander. Mal gucken. Okay. Und was haben wir hier? Solchen Tand sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Wow. Aber ich wollte doch erst noch die Tür hier untersuchen. Das machen wir jetzt auch noch zuerst. Ja, wenn wir schon mal hier sind. So, hier in den Keller gehen. So. Schön die Hexe ausrauben. Na, wenn es denn die Steuerung mal wieder zulässt. So. Gift der Erhängten, sowieso. Interessant. Zwergenschnaps kann man immer gebrauchen. Mehr Zwergenschnaps und eine Puppe. Wahnsinn, was wir hier alles finden. Hat sich richtig gelohnt, hier runter zu gehen. Ah, Salpeter ist auch gut. Rot ist immer gut. Jo, läuft, würde ich sagen. So, so. Dann gehen wir nochmal hier durch dieses Portal. Gerold liebt ja Teleportation, glaube ich. Anders. So, so. Nett hier. Höhle am Schneehase. Jede Menge Kräuter. Und Hirsche. Okay.
Wer weiß, wenn wir nochmal in so eine komischen hier Hahnfaser kommen. Da oben scheint jemand zu sein, jedenfalls laut Minimap. Aber wir durchsuchen einfach mal hier diese komische Höhle. Na? Komm, Geralt, hüpf. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Ja. Woher kennt die Hexe meinen Namen und warum stand da schon ein Name unten? Ich sammle hier erstmal alles auf. Mach's spannend für euch. So, na. Okay, dann reicht's jetzt erstmal mit dem Kräutersammeln. Wenn die Hexe ruft, muss der Geralt halt auch dahin, ne? Sei gegrüßt, Hexe. Oha. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keyramet im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Wo sie recht hat? Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht?
Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. So, so. Welchen Spaß die Programmierer gehabt haben müssen, diese rammelnden Hasen da in dieses Bild einzufügen. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Ja. Na los! Vella Glan! Was auch immer. Oh, Pilze! Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt... Ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ach, Stil, leide... Ihr wisst schon, was ich meine. Fertig. Folge mir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Na, erstmal die Betrunkenen hier. Die Betrunkenen, die Ertrunkenen. So. Ruhe hier. Jetzt können wir davor noch die Pilze einsammeln. Weil... muss so. So, und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich in dieses leichenverseuchte Wasser. Ganz toll. Tauchen. Schwimmen, 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 schwimmen. Und das sogar eine Truhe. Nice. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, was es da so unter Wasser gibt. So, und hier geht's jetzt wieder nach oben, ne? Hoffentlich irgendwann. So. Okay. Ich wusste doch, da sind noch mehr Ertrunkene. Komm schon! Da kann ich sie mir anzünden, die Ertrunkenen. Zack. So. Hallo, Kira? Wir müssen nach oben hin, ne? Schon noch mehr getrunken, ne? Aua! Wo ist das Vieh? Renne! Pilze.
Karte sagt, wir müssen hier lang. Keira! Mehr Pilze. Lilat, geh auf! Lilat! Was denn? Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Nicht schlecht! Mach sie weg! So, wie könnte man nochmal Bomben schmeißen? Das doch mal hier. Ich glaube, hier müsste man welche ausrüsten. Moment, haben wir denn überhaupt eine Bombe? Oh ja, wir haben Bomben. Ja, komm. Ausrüsten. So, hier, zack. Bombe. Und dann konnte man die doch so schmeißen. Boom. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Was? Die übertragen keine Krankheit. Das sind niedliche kleine Ratten, die ich mit einer Axt gerade zermürbe. So. Hier oben ist das andere Nest. Wupp. Und. Ey! Mach sie weg! Ich da jetzt nicht hoch, oder was? Ah, widerlich! So, jetzt hier. Jetzt aber hier auf die Rattennester. Mach sie weg! Dang. Danke. Da hinten war doch noch mal Ratte. Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Wenn du Angst hast, kehr um. Ich mache weiter. Hör auf! Das ist emotionale Erpressung. Du würdest dir wirklich Sorgen um mich machen, wenn ich allein ginge? Um dich? Um mich würde ich mir Sorgen machen. Dann komm mit mir. Aber entscheide dich schnell. Los! Bitte, ganz wie du willst. Wie konnte ich mich nur von dir zu dieser lächerlichen Expedition überreden lassen? War das nicht dein Vorschlag, hier mitzumachen? Frauen. Manchmal, also wirklich. Wieder hier unsere Armbrust auspacken, auch wenn die nicht so super viel bringt. Oh, was ist denn das da? Aber erst mit die diesen Pilz da. Jetzt gucke ich mir das da an. Hallo? Valvent, Larena Lunette. Das ist der. Das ist der Elf. Arnecht va Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraim genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Okay. Folgen wir Schwalben. Unterwegs sammeln wir ein paar Pilze ein. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag.
Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so. Wisimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen schlechter Einfall. Und dann? Ja, hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexen. Super, so muss das doch rein. Okay. So. Noch Sachen von diesen komischen Geistererscheinungen. Die wollen wir natürlich nicht liegen lassen. So. Das ist keine Schwalbe. Was ist hier? Assassinenhose. So, ja. Jetzt hier weiter. Hier ist eine Truhe. Aber hier geht's auch nicht weiter sonst. Lass mich durch, Kira. Okay. Das ist alles scheiße hier. So. Eine Schwalbe. Oh ja. Sind offenbar richtig. Korrekt. Trinken wir ein bisschen Wasser. Und sammeln ein paar Pilze auf. So. Hier geht's hoch. Hüpf. Und hüpf. Komm schon. Kannst du jetzt nicht. Kannst du jetzt sagen, du kannst da nicht hoch? Ah, geht doch. Pilze. Da oben scheint irgendwie ein Durchgang zu sein. Ah. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Okay. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Kelpi. Villa Glan. So, Kelpi. Hund, oder? Mal unten rein. Geronimo! So. Kingens, da ist so eine Kelpi. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. So. Wo geht's hier lang? Hier vorne. Geht es lang. Und hier geht es hoch. So. Kelpie. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte.
Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Okay. Die Hose können wir nämlich anziehen. Wir haben auch hier das Ding. Ach, wir haben ja einen Stufenaufstieg bekommen. Deswegen. Die Glyphe können wir auch mal machen. Zack. So, wenn wir schon mal dabei sind, so ein bisschen hier, ne? Können wir auch unseren Charakter mal ein bisschen weiter skillen. Aber so richtig was macht das hier noch nicht aus, weil wir haben noch keinen weiteren Slot und hier ist alles voll. Allerdings können wir mal gucken, ob wir ein blaues Mutagen haben. Ja, haben wir, guck mal. Bringt Zeichenintensität. Aber ich glaube, die Vitalität ist, glaube ich, ein bisschen besser. Kann man nicht die... Ein verfluchten Öl können wir mal herstellen, wenn wir schon mal dabei sind. Weil wenn man was hergestellt hat, dann hat man das ja auch. Hier, das zum Beispiel können wir auch machen. Blaues... Ja, die Mutagene können wir noch nicht machen. Wir haben noch ganz viele davon. Naja, egal. Okay. Schau, sie gehen auf! Pilze. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Was dieses denn? Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal. Klar, es hat sicher. Bella Glar! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Oh, da scheint ein Gegner zu sein. Ja. Mal eine Bombe ausrüsten. Gaswolke. Feuerschaden. Ja. Monsternester blendet Gegner. Das ist doch super. Nehmen wir. So. Zack. Okay. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sirael nicht erkannt. Eindringlinge. Stirb! Das ist ziemlich hart. Müssen wir ein bisschen ausweichen. Ein bisschen hier unser Schutzschild anwerfen. Ah, mit dem Schiff hier nicht mit. Schaffen es. Ja, ja, klar. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vor. Kommt man hier hoch? Ja, hier kommt man hoch. Sehr gut. Ciri, ich komme. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Wollen wir die denn andere Bombe auch mal ausrüsten? Wollen wir die denn? Nee. Hier. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl.
In vielerlei Hinsicht. Ach ja. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird, was sie sagt, wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Ich gucke jetzt mal hier, weil es lohnt sich ja manchmal so ein bisschen. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Ein Gargoyle! Stirb! Zack, weg ist er. Gargoyle. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Nee, ich hab hier noch eine Kiste gefunden. Sonst noch irgendwas hier, was toll ist. Kleines Feuer. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann können wir raus. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. So, und hier geht's weiter. Aber diesen Tunnel gehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.